about time, constables. Someone has to stop this murderer. But how could they? We are dealing with the supernatural here. This isn't a job for law enforcement. We need an exorcist to banish those vengeful spirits. No offense, officers. Ah, but this is all part of his plan. He wants you to think that there are spirits involved. And in the meantime, he's killing us one by one. Just like he killed our Romeo and Juliet here. Nonsense. Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Jack the Lion 3. Ich bin 7-8, wir sind in Fort Brigand und wir haben unsere heftige Schlacht bisher geschlagen. Und ich möchte betonen, wir haben sie siegreich geschlagen. Jetzt gehört das Zentrum uns und wir haben die Armee zurückgedrängt. Und es wird Zeit, an die Zukunft zu denken. Wir haben leider, wir sehen es hier, Barry verloren. Und da müssen wir jetzt Entscheidungen treffen. Entscheidung, wie wir weiter vorgehen. Entscheidung, weitergehen soll. Wir haben ein großes Problem. Sehen wir hier. Geld wird knapp. Wir haben nur 8 Söldner. Das heißt, wir bekommen unser Primärteam nicht auf volle Stärke. Zumindest nicht mit den Leuten, die wir unterwegs sind. Wir haben in wenigen Stunden 14. Bodas Vertrag läuft aus. Dann wird Eis und Khalina auslaufen, auch Meltdown. Und dann Tor. Also, wir sehen, wir haben Probleme. Und wir sehen auch auf der Karte, wir brauchen irgendwo Unterstützung, wir brauchen Geld. Des Weiteren, wir wollen hier ja in die U-Bahn. Auch noch so ein Punkt. Und da haben wir jetzt schwere Entscheidungen zu treffen. Das größte Problem ist, dem Team hier, K16, fehlt aktuell ein Techniker. Techniker, Sprengstoffexperte. Wir hätten da Khalina und wir haben Foda. Aber insbesondere Khalina. Auf der anderen Seite sehe ich hier, dass der Sektor wieder gefallen ist. Warum auch immer. Das heißt, da erwartet uns auch nochmal eine freundlich oder unfreundliche Überraschung. Dann soll der Trupp hier auf der einen Seite das Krankenhaus bringen. Auf der anderen Seite müssen wir hier oben in H16 nochmal hin, letzte Probe holen. Und die nächste Mine ist hier am Wassergrab mit 12 Soldaten. Ja, die Armee ist noch unterwegs, nicht mehr so viel, aber wir werden hier hin müssen und uns die Mine hier schnappen. Hier ist auch der nächste Hafen, wo wir dann zurückkommen. Jetzt ist nur die Frage, haben wir Alternativen? Welche Alternativen haben wir? Wir haben im Inventar noch ein, zwei Dinge, die wir verschabeln können. Zum Beispiel, hier haben wir noch die Diamanten. Damit können wir uns noch ein bisschen Zeit kaufen. Wir haben auch noch die Halskette. Die wird aber schwer, weil die Halskette müssten wir hier hinbringen. Wobei, so viel sind das nicht. Die könnten wir knacken. Back. Ach, Bams. Auch eine Mine, die nichts mehr bringt in der Nähe. Das heißt für uns, wir wollen jetzt hier in die U-Bahn. Wir wollen hier hin, ins Krankenhaus, die zwei abliefern. Wir haben notizenmäßig hier unten auch nochmal Viren. Datenfiltern. Und hier ist nochmal eine von den Farmen. Auch im Grimerdorf hier oben, im Grimmerdorf, keine Ahnung, ist das Virus aus. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, hier gar nicht rasten, Bali-Truppen.
direkt weiter pushen. Dann sagen wir, treffen uns wieder hier. Und Oda bringen wir auch noch zurück. Es wird halt knapp. Kommt drauf an. Wie gut. Bei 12, die könnten wir schaffen. So schlimm sind die auch nicht. Kommt auf die. Aber es wäre schon gut, ob wir Oda dabei hätten. Was hier am Hafen ist, da erwartet uns auch nochmal. Da bräuchten wir komplette Team. Wir werden darauf hinarbeiten. Lange Rede, ganz wenig Sinn. Wir können hier jetzt nicht hingehen. Ja, es ist Untergrund, sondern wir müssen jetzt 4-4 weitergehen. Deswegen, wir checken einmal durch, was wir mitnehmen wollen. Wir nehmen nur mit, was wir brauchen können. Die können wir stapeln. Für die Mollys wird dann Oda verantwortlich sein. Raketenwerfer auch. Hier gehen uns unsere Sniper kaputt. Das ist das Problem. Die müssten wir reparieren. Wir haben hier noch eine FNFL mit Ladehemmung. Aber auch erstmal einfach nur hier lassen. Können wir einsacken. Wir gehen einmal durch. Die Ork ist eine Waffe. 50. Sniper ist nicht so sinnvoll. Aber sie ist besser als die. Erstmal laden. Wir haben keinen Techniker, also wir hier bleiben. Punkt. Alina kann die benutzen. Doch die Technikerin, die ist repariert. Er kann sich dann die Shotgun nehmen. Er wird dann wieder vom Sniper umfunkt. Von Soldat. Was haben wir hier noch? Wir haben noch die 42. Hier, die Ork für 312. Kann sich auf jeden Fall. Den er hat die Eisart-Bonus geraten. Das passt auf jeden Fall. Rüstung. Ice Williams. Ist noch stabil ausgerüstet. Hat die Assault Rifle, hat die RPK. Hier haben halt jetzt hier relativ Raketen und alles um die. Weil. Ja, der junge Mann hat es leider nicht gemacht. Wir werden die Raketen auch hier lassen. Oder wird die versucht einzusammeln. Ist Raketen zu. Haben wir nie. Traurig, aber war 22 beim Bock ist nicht. Reicht vielleicht für Ansatz, aber für mehr. Ja, mit der Assault Rifle 5. War gut. RPK auch. Haben wir noch. Ah, es wird weg. 62er Warschauer Pakt. Dafür hier 15. Ja. Mal noch einigermaßen aus. Midi können wir mitnehmen, hilft uns aber wenig. Wir haben noch eine Shot. Und Eifel haben wir auch noch aus der Einfit. Damit sind wir mal gut dabei. Oh. Leichtbomben brauchen wir nicht. Elfen gar nichts. Kampfstimulantien. Gut. Der Revolver auch gut. Nee. Ansonsten. Der mit Ladehemmung. Oder reparieren. Granaten. Brauchen wir nicht. Hinten. Brecheisen haben wir mit dabei. Weiters hin. Ball. Tontafel müsste auch ins Museum. Voll hilfreich. Wenn wir nicht schaffen. Eis hat entsprechend. Haben wir noch. Ah. Day hat Nachtsichtigkeit. Das ist okay. Bessere Nacht. Er hat Soul Rush und hat die Macht. Und den Revolver, das ist. Er hat. Okay, in der Kombination. Damit kann der Rest erst hier bleiben. Er wird dann vom anderen Team abgeholt. Und dann muss unser Ziel sein vom Charlie-Trupp. Darüber.
alter Friedhof, was ist der Ackerland? Da werden wir uns bauen. Und dann sehen wir weiter. Let's go. Thor wird langsam müde, Froda ist müde. Wird müde. Ihr könnt ausruhen, ihr da oben bei Point Hope seid. Hier ist nix, glaube ich nicht. Da schauen wir uns doch noch. Ackerland. Da war an solchen Stellen immer was. Gucken wir einmal ganz kurz. Trebia. Und da ist irgendwas gut. D'accord. Let us see what is to be found. Seht ihr, da ist was. Draußen. Dann Play bitte aufhebeln. Nein, du hast die Aufhebelung. Mittlere Tarnrüstung. Sag doch, es lohnt sich. Er freut sich jetzt auch. Es lohnt sich, an so Orten vorbeizuschauen. Hier. Na, ganz gesund aus. What is your wish? Bock, mal. Teddybären sind stumme Zeugen des Schreckens. Morde und Teddybären. Jemand ermordet auf dem Ackerland Menschen. Verlässt das Ehrenamt. Oh, oh, oh. Yes? Word up! Der ermordet auch Zebras. We outie! Understood. Och. If that is your wish, we will comply. Hey, also gut. Ganz angenehm ist er doch nicht. Ah, geht. Angekommen. Oui. Und das ist die Szenerie des Grauens. On our way. Dr. Q here. Teddybär mit Gewehr. Nein. Hier sehen wir es, Morde und Teddybären. Hier haben wir Aufgaben. Da hätten wir Aufgaben, noch mehr Dinge zu erledigen. Wir möchten zuerst auf dem Friedhof vorbeischauen. In Friedhof ist gruselig, deswegen gehen wir dahin und dann Zwilling. Let's move. This place got a lot going on. We should check it out. Okay, das hier sind Sachen. Gucken uns den alten Friedhof an. Okay, hier sind viele Menschen. Und ich finde, Seven Lakes sollte den Leuten hier nicht mehr machen und sollte lieber seinen Helm auf. What? Aber hier ist auf jeden Fall. Let us get this safari moving. Oh, Kräuter. Aber wir wollen ja wissen, ob wir wohnen. My wife told me that you hire workers and pay well. I'll come and sign up tomorrow. Tonight, I will celebrate my new job with my friends. Whatever you do, stay away from those murderous teddy bears. They come alive. We are in civil war again, aren't we? I heard that a whole battalion of Grand Chan Special Forces was slaughtered to the last man here in the Ajani. Yeah. I heard you killed those men who were abusing the girls from the Ris. I heard you've been fighting Lekadatle. Get away from me. If you bite me, I will scream. Könnten Gräber plündern. Aber nicht. Let's bounce. Bisschen Pietät muss sein. Dr. Q hier. Billig Dewey L'Enfer ist nun ein tragischer. Billig Dewey L'Enfer. Noch nicht der von seinem. Oh ja, irgendwas. Mehr. A wise plan. Für Louis and you. Die hat ein. Très bien. We shall go. Hinten gibt es vermutlich. Understood. Ach, Ende. Look, something over here.
Oh, 50 Mil... Oh. MG-Munition. Jetzt bräuchte man nur noch passende MG... Haben wir jetzt noch gar keins gefunden. Aber gut. I see game to hunt. Oh no, da ist ein Krokodil. Zack. Doppelkrokodil. Eieiei. Let's go. Zack, der hat. Hoch. Ja, auch noch Krokodile. Ich hoffe es nicht. Ah, da ist. Eieiei. Das Krokomobil. Hinten was. An den Krokodilen vorbei. C'est parti. Gucken mal, ob da irgendwo was fehlt, dass ich. I am but a dream. Dass ich wohnt, mit Krokodilen anzulegen. My approach will go unnoticed. Haben ja nicht mehr die Munition. I am but a dream in a slumbering world. Und discreetement. May the spirits hide. Das ist natürlich das Sekundärkrokodil. Es hilft, mal zwei Krokodile zu haben. Aber ich sehe da hinten nichts. Ah, Krokodil. Vielleicht mag sie auch nicht umbringen. Was macht man? Außen, Stealth wieder. Aus. On our way. Wir versuchen. Word up. Seite, ob da was ist. Ecke, Kiste des Mannes und. If that is your wish. Let's move. D'accord. Wirklich haben wir nichts erfahren. Hinten scheint nichts zu sein. Let us get this safari moving. Gucken dann doch nochmal hier, was getan ist. Aha. Das ist Zeug. Warum wird man mit sowas bestattet? Clownsbrauch. Wer weiß das von? Irgendwann. Warum war es vielleicht doch? Und es hilft uns ja mehr als den Tod. I hear you are actually paying miners. I mean, with money. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Hugh und Louis. Warum war nicht noch mal in. Und in dann Hugh. Haben wir. Wir wollten jetzt hier das Billingsgut. Eigens kurz davor. Oder das Vertrag verlängern. Billingsgut in Wassergrab. Da wollten wir uns auch. Da gehen merkwürdige Dinge. Aber es gibt ja auch einen erfahrenen Doktor. Ledomar. Ah, Küken, was Ledomars sind. Ob die, wenn wir da reingehen, wieder auf uns. Der Fronteingang. C'est parti. Wir gehen hier mal an der Seite lang. Allons-y. Heading out. Sieht wieder Haupteingang aus. Den sollten wir bitte. Hallo? Jemand da? Wise plan. Phantasel Edomar. Gott im Himmel. Ich hab so eine Befürchtung. Nein. Oh Gott im Himmel. Bitte kein. Oh. Romeo und Julia Ding. Och nö, das wäre. Na gut. We outie. Da hinten.
Carolyn Ledomar und Abraham Fantasio. Understood. About time, constables. Someone has to stop this murderer. But how could they? We are dealing with the supernatural here. This isn't a job for law enforcement. We need an exorcist to banish those vengeful spirits. No offense, officers. Ah, but this is all part of his plan. He wants you to think that there are spirits involved. And in the meantime, he's killing us one by one. Just like he killed our Romeo and Juliet here. Nonsense. This is clearly work of the devil. I guess it takes one to know one. Simpleton. Witch. Okay. Im Zwillingsgut gab es eine Mordserie, deren Höhepunkt ein spektakulärer Doppelmord war während der Aufführung Romeo und Julia. Ach du Jemine. Abraham. Geh mal zu Abraham. Oh Mann. Ich hab schon wieder Spaß. Er hat hier gedoppelmordet. Abraham, hallo. Not gone on the stage. I checked it myself. It was empty, like the heart of that bitch Ledomar. And yet it fired. Someone sneaked in and loaded it with live ammo. It is either that or I'll start believing in ghosts like the others. Okay. I don't want to point fingers, but I have some suspicions. Who else but the medical man could get his hands on lethal poison? Yeah. Not gone on the stage. I checked it myself. It was empty, like the heart of that bitch Ledomar. Okay. And yet it fired. Someone sneaked in and loaded it with live ammo. It is either that or I'll start believing in ghosts like the others. That fateful night, my cousin was playing Romeo. Who could have known that the potion he drank during the play was actually poison? The manor is safe, thanks to us Van Tassel sharpshooters. We fought off bandits during the Civil War. And if necessary, we can fight off those demons from hell. Yo, das Ding ja super hier. Kann man denn hier den schenken? Now this is a trophy. Leuchtest du. Ja. Ah, wir gucken mal rein. Kaputt gemacht. Ja, das ist gut. Let's move. Wir sollten einfach nicht plündern. Heading out. Hätten schon so viel mehr. Let's go. Da ist Caroline Ledomar mit dir. Auch gern deine Version hören. If that is your wish. I shudder when I think of that creepy old cemetery. You better stay away from the L'Enfer brothers' grave. It is a door straight to hell. Da waren wir gerade. 100 years ago, the L'Enfer brothers killed each other under very suspicious circumstances. They sold their souls to the devil. And now, they are here again, trying to pay him back by murdering my family. Uh-oh. I shudder when I think of that creepy old cemetery. You better stay away from the L'Enfer brothers' grave. It is a door straight to hell. Dr. L'Enfer, das ist der Arzt. Das klingt nach einem Fall für Dr. Q. An den Kollegen hier ansprechen. The name's Dr. L'Enfer. Who the hell are you? Are you the constables I heard about? You're here to investigate the murders in the area. Wir stellen hier Nachforschungen an. Really? May I look at your IDs, badges? No? Of course not. As I see it, you are either some new breed of invented bandits, or the government is so desperate they started delegating law enforcement to random amateurs. Hey. Können Sie medizinische Hilfe leisten? Can shit fly? Regrettably, for those on the receiving end, it can. But, to be perfectly honest, neither activity gives me great joy these days. Okay, Doc. Das. Gibt es hier Fälle von Robert Holwood? You could say so, but not in the literal sense. What now? Is that old hag Cronenberg sending you after me?
I told her I'm not helping her, and I meant it. Please go and advise her to apply both the superius and inferius labiores to my gluteus maximus. Oh, oh, oh. Sie möge mich. Ja. Zunge und. Ja, der größte Muskel des Körpers. Wir wissen, wo er ist. Dann, es geht darum, Menschenleben zu retten. If I subscribe to Dr. Cronenberg's approach to saving human lives, I would go around putting calculators in my first aid kits. Now stop wasting my time. Erzählen Sie uns von den Morden. What do you need to know? As far as I'm concerned, they have been very successful as such. The patients are surely 100% dead. Ja. Ja, Rachegeister. Do you believe in Santa Claus? No, actually, don't tell me. I'm afraid to hear the answer I'd get. Oh, erzählen Sie einfach. Hmm. You want me to tell you the story about the gorgeous nurse who helped me with my study of gross anatomy? Now that I think of it, I'll keep it to myself. Besser so. You would not have the stomach for it. Ja, wo waren Sie? Zeitpunkt Working des alone in my clinic, looking over the results of the previous murder. Are you asking me if I have an alibi? No, I don't have an alibi. Voll. Also can nochmal. Can shit fly? Medizin, Hilfe. Can shit fly? Kann ich leisten. Voll. It's never too... Gucken wir uns hier mal um. 9 mm Pistole. Geöffnet, Kachel mit Meter. Brauchen wir nicht, aber noch. Bam. Ja. Der Klinik ist ein Blick weg. Ja. Weißer. Technische Aufzeichnung von Vereine von Mordopfern in Familien. Auto nationaler Nothelfer. Mehr als 90 Liter. Ey, will auch noch mal Doktor lernen. Doktor kann ich ja schon. Anderen müssen keine Doktor. Haben wir hier. Frank, deine Flaschen mit einem Aufkleber. Kopf und. Und Medikamente, die brauchen wir. Oui. You're a sight for sore eyes. It's never. Oh. Also gut, haben wir erstmal das Zeug hier gefunden. Let's move. Understood. Sind ja noch ein, zwei Kisten da, in die wir reinschauen können. Was sagen die denn? Did you know that the doctor has the same gun as the one that killed our Juliet? Ja, sonst auch. Let us collect what we can. Rengard. Frank. Ah, gut. Go. Komm, wer hat denn den? Ey, hat doch den. Ei. Wird auch einen, ne? Irgendjemand hat doch noch eine Brechstange. Ein Null. Eis hat noch eine Brechstange. Keep it in real. Sure. I await your command. A wise plan. Weg. What's up, player? Eis, guck mal, ein. Eine Flasche mit Strychnin. Eis hier. Spannend. Oui. Da ist jemand durchs Fenster gegangen, richtig? Let us get this safari movie. Dann können wir hier mal gucken. Yes? Dr. Cube. Strychnine. Very deadly.
Sich nähen. Okay. Das war im Dormarkt. Ein Cyanid. Oh, cooles Equipment. Ah, sind wir dabei. Was der? Oui. 9 mm Hohlspitz geschossen. Wir haben jetzt aber gerade 9 mm Ding eingesackt. 9 mm regulär. D'accord. Habt ihr 9 mm Hohlspitz? Das ist auf jeden Fall C4. Ich gerade wenig davon. Heading out. Damn! This shit's the bomb, yo! Kann ich hier die 9 mm drin? Let's go! Word up! Also, wir gehen mal von 9 mm. It will comply. 8, was? That doctor is a crafty old fox. But I'm sure you will eventually catch him red-handed. Let's bounce. Aber ich bin das durch. Auf dem Schaf gefahren, da hätte man ja auch runterfeuern können. Dickes Gewehr. Ohne Farmaß 556er Match. Oh, viel Zeug. Farmaß brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber. 56, da ist gut. Der Tipp. Hacker. Understood. We outie. Schau mal weiter. Dann hat man da reingeguckt? Ja, ich glaube, ne? We shall go. If that is your wish. Oh, we need. Let's move. Warte. Warte. There's some quality stuff in here. Ah, die ist auch defekt. Haben wir mal verschrotten. Besser Punkt. Nein. Nicht. On our way. Da oben, ne? Allons-y. Ja. Gut. Eine Erklärung. That fateful night, my little sister was playing Juliet. Have known that the gun she shot herself with was actually loaded with real bullets. Gute Frage. Bando. Let us get this safari moving. Okay. Dann. Très bien. Wir investigieren hier weiter. I wouldn't be surprised if it turns out that those filthy Van Tassel farmers have brought this curse upon us. They pray only twice a day. Bevor wir jetzt aber noch den Schauplatz wechseln, werden wir diese Folge dann doch beenden. Beim nächsten Mal lösen wir den Fall. Dann gibt's mehr. Tschüss. Bis dann.